Hallo zusammen. Heute schauen wir uns gemeinsam das Solarpack von Big Blue an. Hier seht ihr schon mal das Bild von vorne, von dem Karton. Und hier ist die Rückseite vom Karton. Da stehen schon ein paar allgemeine Informationen drauf über das Solarpack. Einmal steht drauf, dass es leicht zu falten ist, also zum Auf- und Zuklappen. Dann ist es halt, es ist gemacht für die Aktivitäten im Freien. Das heißt, sowas wie Fahrradtouren oder fürs Wandern gehen. Und man kann es ganz leicht am Rucksack befestigen und das zeige ich euch dann nachher, wie ihr das macht. Also das Aufladen startet automatisch, wenn ihr draußen im Freien seid. Das heißt, ihr klappt es auf, das Sonnenlicht strahlt dann natürlich auf das Solarpack drauf und dann könnt ihr euer Handy anschließen. Also das heißt, es hat keinen Speicher, sondern ihr müsst es wirklich dann draußen im Freien aufladen. Und es ist für Android und Apple, also das heißt für Handys, Tablets und so weiter. Hier unten seht ihr dann noch ein paar andere Informationen. Und ich würde sagen, dann fangen wir gerade mal an. Das Solarpack hat 28 Watt. Und wenn ihr es euch anschaut, sieht es dann so aus, wenn es kommt. So. Wenn man es dann ausschaltet, hat einen Klettverschluss. Dann seht ihr hier gleich schon die Solarplatten. Das sind 4 Stück. Und hier drüben seht ihr dann die Anzeige. Also hier sieht man dann, wie viel Sonnenenergie gerade drauf leuchtet. Hier habt ihr einen Reißverschluss, wenn ihr den mal aufmacht, dann seht ihr hier Zubehör. Einmal das Kabel zum Laden natürlich. Dann habt ihr hier noch solche Befestigungen für die Rucksäcke dann. Das heißt, ihr nehmt euch so eine Befestigung, klappt es auf und habt dann hier oben eine Schlaufe, diese hier. Dann könnt ihr das einfach da einhaken und es dann, je nachdem, wo ihr am Rucksack Schlaufen habt, dort auch einhaken und könnt es dann mit euch transportieren, zum Beispiel beim Wandern halt hinten auf dem Rücken. Und ja, das ist natürlich ziemlich praktisch dann. Und das war es dann auch schon ganz grob zu diesem Produkt. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja.